Das Weltwunder bringt einen gewissen Vorteil. Hier zum Beispiel die Zeusstatue von Olympia. Und das bringt mir plus 4 von der Loyalität auf alles hin. Das ist ganz praktisch. Genau. Dann baue ich hier mal ein bisschen auf. Ihr seht es auch. Hier ist automatische Verwaltung. Das will ich nicht. Ich will das selber hier ein bisschen bauen. Jetzt baue ich hier mal einen Hafen. Rekrutieren können sie leider nicht so gut. Schicke ich meinen Spion erstmal dann. Und ihr seht ja hier, dass meine Truppen ein bisschen verletzt sind. Hier. Die schicke ich jetzt mal bis nach Sparta, damit die da geheilt werden. Weil das können die da nicht. In Korinth können die das nicht heilen, aber in Sparta schon. Damit ich wieder voll einsatzbereite Truppen habe. Genau. Gebaut habe ich ja schon überall, oder? Ja. Passt alles. Das Schiff ist bereit. Dann kriege ich mal meine Flotte hier. Den bin ich schon mit dem auch. Ja. Passt, dann gehe ich mal wieder in die nächste Runde. Was will der Makedonien hier jetzt? Waffenstillstand, ja. Ich bin freundlich und nehme an, obwohl ich sie eh gleich wieder angreifen werde, aber das ist relativ egal. Bei Empire Total War wäre das nicht so, weil da gibt es so Sachen wie Vertragsbruch und so, und das mögen dann die anderen Länder nicht, dann vertrauen sie dir nicht mehr und so. Das ist unwichtig hier. Das ist jetzt ganz praktisch. Ihr seht hier, wie die Makedonen Athen belagern. Und das werde ich später ausnutzen, weil wenn die es angenommen haben, sind die ja geschwächt und so, dann werde ich sie gleich angreifen und werde ich sie erobern. Das denke ich ja, genau. Weil dann sind sie geschwächt und ich kann da einfach rein. Das war nicht die feine englische Art, aber naja. Jetzt tausche ich die Truppen auch wieder aus hier. Die Bauern bringen ja gar nichts, also die kann man vergessen. Die sollte man auch, bringt es auch eigentlich gar nicht zu rekrutieren. Da sieht ihr wieder Rundenbericht. Es sieht ganz positiv aus. Die fortschrittlichste Seite bin jetzt nicht mehr ich, das ist Ägypten. Aber das wird sich immer wieder wechseln. Und hier seht ihr es. Volljährigkeit klären von Sparta. Also einer von meinem Stammbaum ist jetzt hier erwachsen geworden, also 16 Jahre. Damals waren es noch nicht 18, sondern 16 Jahre. Und den kann ich jetzt nutzen, den muss ich halt mal schauen, wo der ist. Naja, in Syrien. Da nutzt er mir am wenigsten. Aber naja. Und den führe ich dann immer mit, meistens, wenn ich eine neue Stadt erober. Weil es sehr praktisch ist. Schauen wir mal, was alles fertig gebaut ist. Sparta, da habe ich schon gebaut. Baut das. Das baue ich hier, dann baue ich hier eine Straße. Also bis jetzt habe ich eigentlich nur Sachen gebaut, die im Handel zugute sind. Alles andere, aber ich werde noch später, werde ich noch so Sachen, andere Sachen bauen. Das ist nur am Anfang, ist, finde ich zumindest sehr wichtig, da, weil du ohne eine gescheite Wirtschaft am Schluss oft verschuldet bist, also kein Geld mehr hast. Und das kann dir echt den Todesstoß geben. Schauen wir mal hier ein bisschen. Kann ich etwas tun? Ich könnte mal schauen, die sind so stark. Ich warte lieber, dass sie mich angreifen, weil in der Verteidigung bin ich viel besser als im Angriff mit meinen weil ich habe sehr unflexible Truppen und die im Gegensatz dazu sehr flexible. Und deswegen ist es besser, wenn sie mich angreifen. Also dann ist es für mich besser zu verteidigen. Ich habe ja auch eine Stadtmauer, also von dem her passt es auch. Genau. Ich könnte hier auch diese Tasten bauen, aber die bringt meiner Ansicht nach fast gar nicht. Also zumindest nicht, wenn man nur solche Truppen hat. Im gemischten Verbänden bringen sie schon recht. Aber so, naja. Schauen wir mal hier ein bisschen runter zu den anderen Heinis da. Okay. Ich könnte auch mal schauen, dass ich Halikarnassos einen. Halikarnassos. Ja, scheiß Name. Muss ich mal schauen hier. Nee, ich warte noch. Na okay. Dann passt wieder alles. Dann tun wir wieder Runde beenden. Und nach der nächsten Runde werde ich mal einen Aufnahmestopp machen. Sonst werden die Folgen wieder zu lang los. Wir werden wahrscheinlich 2 Folgen werden. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit es vergangen ist.
Eine halbe Stunde oder so. Ja, also der Bericht fällt immer positiver aus. Ah, es wurde ein Agent entdeckt. Bei mir? Von den Skipu, hallo, oder? Verräter. Ja, nee. Die werden mich eh irgendwann angreifen. Und warum haben sie ein Lager gemacht? Die haben auch irgendwie Probleme. Naja. Mir soll es egal sein. Ich schau mal ein bisschen Richtung Rom. Und ein neues Familienmitglied. Ja, das, die werden halt, man kriegt halt immer wieder neue Familienmitglieder, Söhne, Töchter, und die werden halt dann irgendwann erwachsen. Am Schluss hat man dann diesen Stammbaum zum Teil, also da weiß man gar nicht mehr wohin mit den ganzen. Aber am Anfang sind sie zum Teil echt rar. Jetzt baue ich hier mal wieder Straßen. Und ihr wundert euch vielleicht, warum ich hier keine Truppen baue, Frodas, aber auf einer Insel bringen mir Truppen nicht. Ich könnte sie zwar verschieben, und was soll das? Der, im Krieg greifen mich die Typis dann, und was sollen das? Ich glaube, die spinnen die Römer. Das geht nicht. Ja, da wird hier. Oh, muss ich schauen, dass ich mit meiner Flotte dahin gehe und die da vertreibe, weil das bringt Defizite, wenn du, wenn die den Hafen belagern, weil du keine Ausfuhr mehr hast. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das sind eh zurzeit meine besten Truppen, also bestes geht nicht. Geht's zurzeit nicht. Aber die anderen sind auch nicht so schlecht. Es geht schon. Für meine Zwecke reicht's. Jetzt schaue ich mal, dass ich hier da ein bisschen die da näher. Die haben genau den gleichen Flottengröße wie ich. Das wird sich aber gleich ändern. Da steht so auch, dass wir jetzt im Krieg sind mit allen. Ja, okay. Also wir sind mit dem Brutti, den Spohr und allem im Krieg. Das wollte ich eigentlich erstmal vermeiden, aber jetzt ist auch egal. Muss halt sein. Und da sind die Thraker, die werde ich gleich mal. Ne, die. Doch. Die Thraker, ja, die werde ich auch gleich mal um ein Handelsrecht an meckern. Wie sagt man? Ich weiß nicht. Ich werde es nerven, genau. Boah. Korinth könnt ihr auch nehmen. Nur Schmaleinheiten, braucht kein Mensch. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich in Thermon mal Truppen habe, weil sonst habe ich ein Problem. Da werde ich mal zwei Einheiten, warum geht Bilder da nicht lang gehen? Was ist das? Hier. Oh, das nervt mich jetzt, aber ist egal. Ich musste einfach die Truppen verschieben. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht von dem angegriffen werde. Sonst könnte ich ein Problem bekommen. Naja. Ah, eine Runde war ich noch, weil es so schön ist gerade. Ja klar, das machen wir doch, Handelsrecht und gleich ein Bündnis hinterher. Und Karteninformationen. Man muss bei sowas auch einfach alles rausschlagen, was geht. Das wollen sie nicht. Warum wollen die kein Bündnis nicht? Was soll denn das? Dann nehmen das. Ah, jetzt mögen sie mich nicht mehr. Und wie schaut's denn aus? Rundenpflicht, ja, es wird immer. Also wir kriegen immer mehr Geld. Langsam kann ich auch mal anfangen, so ein bisschen militärische Gebäude zu bauen. Vor allem da, wo ich noch nichts habe bis jetzt. Nur mal ein bisschen schauen. Na, da kann man noch, ja, eine Mine bauen. Eine Mine bringt's auch immer. Ziemlich. Und immer schön Hopliten bauen. Das am Anfang ist es echt langweilig. Also für euch zumindest, für mir ist es relativ egal. Ich habe das ja schon oft gemacht. Und jetzt haben sich die Brutti auch wieder verpisst mit dem Schiff. Super. Jetzt habe ich extra ein Schiff gebaut und dann. Mann. Und was machen die jetzt? Wollen die mich ein bisschen hier ankacken oder was? Die werden hier gleich mal verbrennt hier. Nix da, die greifen an. Ach, warum die Lagerung? Oh. Super, das war, wollte ich nicht, aber ist egal. Was dann da? Ja, da. Gehen wir mal nach Rom und sagen wir denen mal, was wir von der blöden Idee halten, hier uns den Krieg zu erklären. Ja, das geht gar nicht. Das werden sie noch bereuen. Und jetzt seht ihr das. Oh. Das kackt mich jetzt an. Na, verdammt. Jetzt, ja. Jetzt muss ich Larissa einnehmen. Ja. Und eigentlich wollte ich das nicht, aber das ist mir jetzt egal.
Ich werde Zarissa einnehmen, weil Athen ist mir jetzt zu gut ausgerüstet, da haben die jetzt ihr ziemlich zu viele Truppen für meinen Geschmack. Jetzt werde ich auch noch ein paar Truppen da nach Larissa verschieben. Und meinen Agenten vor allem. Wo ist denn mein Agent da? Mal in Larissa reinschauen. Na, die haben Innereiterei, das wird schon klappen. Zeige ich hier ein bisschen wenig Einheiten, aber das, ich glaube nicht, dass sie mich angreifen werden. Zumindest nicht so schnell. Dann schauen wir noch mal dahinter hier ein bisschen meinen Diplomaten. Der pontische Diplomat hat hier nur Scheiße gelauert. Jetzt muss ich nur kurz überlegen. Naja, ich gehe hier mal runter zu den Ägyptern. Vielleicht kann ich ein Bündnis mit denen aushandeln. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Rhodos ist auch zurzeit hier ein bisschen langweilig. Gott. Ah, ich baue doch ein bisschen Einheiten für die nächsten Runden da. Mich da ein bisschen, vielleicht baue ich mal ein Schiff und dann schiebe ich sie rüber. Ja, okay. Und das war jetzt mal hier der erste Teil von meinem Let's Play Rome Total War. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird noch ziemlich krass mit den Griechen, da werden wir aufräumen wie Sau. Normalerweise nimmt man immer die Römer, aber ich habe jetzt schon so oft mit den Römern gespielt und nun will ich mal was anderes machen. Und wir werden sie alle vernichten. Und hiermit auch, ciao.